Früher wählten wir Wege mit einem Ziel. Von A nach B. Es gab kein Zurück, kein Links oder Rechts. Viele Orte waren so einfach zu erreichen. Und ebenso viele Ziele blieben uns verborgen. Wir suchten nach Alternativen. Nach neuen Möglichkeiten, vorwärts zu kommen, um flexibler und unabhängiger zu werden. Wir wurden fündig. Als eingespieltes Team lernten wir mit vereinten Kräften und einer gemeinsamen Vision, den Herausforderungen zu trotzen. Diese Lebenshaltung formte Geist und Seele und bereitete uns auf das nächste Ziel vor. Auf unserem Weg begegnen wir vielen Menschen. Je mehr wir gemeinsam unterwegs sind, desto weniger stoßen wir gegeneinander. Wohin wollen wir? Was bewegt uns? Was treibt uns an? Wie erkennen wir lohnenswerte Ziele, die wir gemeinsam erreichen wollen? Unser Geist liebt echte Freiheit. Unsere Seele fasst den Mut, emotionale Gesundheit zuzulassen. Wir sind alle unterwegs. Welche Entwürfe lassen uns lebendig bleiben? Welche Weisheiten haben sich auf lange Sicht bewährt? Das Hirtenprinzip, ein jahrtausendaltes Führungsmodell. Wo liegt die innere Wahrheit? Was macht der Hirte anders als der Dompteur? Er agiert aus der Mitte heraus. Seine Stärke ist niemals die Peitsche. Klug und umsichtig führt er die Herde. Schafe folgen ihm, weil er ihnen Vertrauen gibt. Und wenn es sein muss, gibt er sein Leben für sie. Für was wollen wir stehen? Wie befähigen wir unsere Mitarbeiter? Wie fördern wir ihre Potenziale, Talente und Träume? Wie sind wir unterwegs? Was gibt uns Kraft und das jeden Tag aufs Neue? Lassen Sie uns einen Paradigmenwechsel wagen, indem wir die Kostbarkeit des Lebens und der Menschen, die mit uns auf dem Weg sind, feiern. Lassen Sie uns die Ehre teilen, statt miteinander, füreinander zu arbeiten, um so die Potenziale jedes Einzelnen zu multiplizieren. This is Merck, and that means more.